Der Mann des Tages beim Bayerischen Fußballderby, ein Bremer, Schiedsrichter Osmers. Bis dahin ein tadelsfreier Referee. Und dann entscheidet er hier auf Tor. Sicher die Fehlentscheidung des Jahres. Der Ball war nie und nimmer hinter, geschweige denn in der Nähe der Torlinie. Ball nicht im Tor, Treffer gegeben. Der Linienrichter hatte es so gewollt. 1-0 für die hochüberlegenen Bayern und Helmer holt alles nach, nachdem er beim ersten Mal als Schütze fälschlicherweise genannt worden war. Jetzt korrekt der Treffer. 2-0, verdiente Führung für die bis dahin klar überlegenen Bayern. Letzte Viertelstunde, lässig die Bayern. Und Gohlkes Zuspiel auf Sutter, der war klar im Abseits. Und nur noch 2-1. Drei Treffer, zwei davon irregulär. Hier deutlich zu sehen. Der Klub in der letzten Viertelstunde plötzlich aufgetaut, bis dahin sehr defensiv. Nutzte die jetzt auftretenden Schwächen der Bayern. Dann Elfmeter für den Klub. Schwabel gegen Aumann. Aumann hält, ausgerechnet der Mann, der im nächsten Jahr gar nicht mehr bei Bayern ist.